So, Seppel, du sitzt ja heute auf der rechten Seite des Fensters. Hat das irgendwas zu bedeuten? Jetzt politisch oder was? Ich frag nur. Hey, du kannst heute machen, was du willst, da wirst du gleich auf die rechte Seite geschoben. Ich frag nur, weil du sonst immer auf der linken Seite sitzt. Ich finde es unmöglich, genauso wie man den Seehofer permanent angreift. Das ist, ganz ehrlich, der Seehofer ist wahrscheinlich, also ich weiß es ja nicht, aber wahrscheinlich schon gut. Aber? Also als Politiker vielleicht weniger, aber als Großvater ist er wahrscheinlich super. Also, du meinst? Ja, er hat schon irgendwie was Väterliches an sich. Das sagst du jetzt bloß, weil du schon persönlich getroffen hast. Ja, vielleicht. Mir tut er schon leid. Immer hackt man auf ihn rum, da gibt es andere. Den Söder zum Beispiel. Auf dem kann man gern rumhacken. Ja, was ist jetzt für dich der Unterschied zwischen Söder und Seehofer? Ja, schon allein alterstechnisch. Also. Naja, aber ich meine, klar, der Seehofer könnte dein Vater sein, gell? Der Söder nicht, aber mein, das, also. Also, dass man die, also egal, ist ja auch wurscht, aber dass man diese CSU ständig versucht nach rechts zu schieben, ist völliger Blödsinn. Weil da sitzen die schon. Ach so. Ja, und glaubst du, schwimmen irgendwann mal von dem rechten Ufer wieder weg? So nach der Wahl oder so? Also im Moment schwimmen sie tatsächlich irgendwo hin, müssen sie fast schauen, dass sie nicht untertauchen. Deswegen haben sie auch insgesamt so ein gespaltenes Verhältnis zu Schlauchbooten.